Guten Morgen Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's wunderbar. Wir haben heute Samstag. Wir sind bei Lives Eltern, wie man im Hintergrund erkennen kann. Ich sippe hier mal wieder mein Nocco und werde gleich runtergehen ins Home Gym und Schultern trainieren. Da ist ein Waui. Hallo Lüchenke. Die Familie ist gerade los und in den Baumarkt, denn wir brauchen noch ein paar Platten, um den Boden auszulegen unten für ein weiteres Stück, was bei uns unten hinkommt. Und zwar hat Live dabei etwas zugeschlagen, aber ich verrate noch nicht genau, was es ist, sondern es kommt eh bald an. Ich glaube, 10 Werktage waren es und dann zeige ich euch das auf jeden Fall in dem Video, wenn es dann da ist. Aber ja, es ist gerade unglaublich, wie viel Equipment momentan dazu kommt unten bei uns im Gym. Also verrückt, aber sehr schön. Mein Gewicht ist, by the way, gerade bei 56,3. Ich habe jetzt 50 Minuten Cardio, 6-mal die Woche. Und ich denke, ich werde anfangen, das zu splitten jetzt, dass ich 25 Minuten morgens mache vor der Arbeit und dann 25 Minuten nach dem Training und dann Rest Day. Jetzt mache ich einfach die 50 Minuten einmal durch. Aber jetzt gehen wir erstmal Schulter trainieren. Ich hab Bock. Ich liebe Schultern. Let's go. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink. I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crash it. So, ich habe jetzt Seitheben am Kabel und ihr wisst ja, ich mache das eigentlich immer hier in unserer Hyper, Reverse Hyper. Aber die ist gerade so schwer beladen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade so keinen Bock, diese Gewichtsscheiben darunter zu nehmen. Vor allem 25er, oh mein Gott. Ich finde, die sind so ätzend drum zu tragen. Ich habe gerade echt, ich glaube, ich habe 5 Minuten. Habe ich gerade überlegt, scheiße, nehme ich die jetzt ab oder nicht? Weil ihr wisst ja, wir haben zwar unser Kabelzugturm, aber der geringste Widerstand, die niedrigste Scheibe sind 5 Kilo. Aber diese 5 Kilo sind so schwer. Du kannst daran kein Seitheben machen, also nicht nur jetzt für mich, weil ich ein kleines Girl bin. Auch für viele Männer wäre das schon zu viel für Seitheben. Also es ist halt wirklich richtig, richtig heavy, also sehr ungeeignet dafür leider. Deswegen, ich habe mir jetzt einfach, ich schnapp mir jetzt einfach das Seil, habe das da so runter rumgemacht. Und mach das jetzt einfach damit, weil ich bin gerade einfach zu faul. Deswegen mache ich das hier so, auch wenn ich das nicht ganz so geil finde, aber egal. Egal. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. Six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. Taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Was ich irgendwie voll für mich entdeckt habe und richtig nice finde, ist, wenn das Post-Workout eine Minute lang in der Mikrowelle war und dann
100 Gramm gefrorene Heidelbeeren drüber kommen. Oh, das ist so geil, diese Mischung aus warm und kalt und irgendwie, ich weiß nicht, was es ist, vielleicht ist es die Diät, aber ich finde, diese Heidelbeeren schmecken in dem Moment irgendwie, als wären das eher so kleine Schokodrops. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie richtig geil. Aber das Ding ist, das kann ich nur hier so essen, weil normalerweise nehme ich mir mein Post-Workout dann halt mit und dann, wenn ich gefrorene Beeren mitnehmen würde, dann wären die ja nicht mehr gefroren. Das heißt, es geht immer nur zu Hause im Home-Gym. Aber es ist okay, dann bleibt es was Besonderes. Ach ja, und ich habe mich voll vertan. Mein Gewicht ist bei 56,2 gerade, nicht 0,3. Ich hab auch Stefan das falsche Gewicht durchgegeben. Aber ist jetzt auch egal, diese 100 Gramm, mein Gott. Voll der Fell gerade. Ich kann ja hier kein richtiges Cardio machen. Und normalerweise können wir dann hier sehr viel spazieren gehen einfach. Und heute ist extrem, extrem regnerisch. Und Leif und ich dachten uns, also es war kurz ganz gut. Und dann dachten wir, komm, wir gehen jetzt einmal eine Stunde raus. Und dann sind wir los und nach, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten hat es wieder so doll angefangen zu regnen. Also wir waren klitschnass und haben dann abgebrochen und waren dann insgesamt 20 Minuten nur. Und ja, es ist halt ein bisschen doof, wenn wir hier sind, dass das nicht geht. Da sind wir auch tatsächlich jetzt am Überlegen, ob wir uns ein Cardio-Ergometer holen. Mal schauen, welches. Am liebsten natürlich so ein Laufband. Was man vielleicht dann auch transportieren kann, damit wir das zu Hause haben. Und wenn wir dann hier sind, dass wir es mitnehmen können. Das wäre ideal. Müssen wir mal nachher schauen, was es da so alles gibt. Hab mir jetzt vorgenommen, dann einfach die nächsten Tage, die Zeit, die eben noch fehlt, nochmal dran zu hängen einfach. Genau, verteile ich halt einfach auf die anderen Tage. Das passt dann schon mal einfach 10 Minuten länger jeden Tag oder so. Eben mein Abendessen gegessen und jetzt habe ich mir noch einen Tee gemacht. Live trainiert jetzt gerade. Ja, vorgekocht habe ich heute auch schon. 4 Tage diesmal, weil ich ja 2 Rest-Days hintereinander gemacht habe und das hat mein ganzes Vorkochen so ein bisschen durcheinander gebracht. Deswegen musste ich heute an einem Oberkörpertrainingstag für 4 Tage vorkochen, aber dann bin ich wieder drin im Rhythmus. Deswegen passt alles. Guten Morgen. Es ist Sonntag und irgendwie ist bei uns noch niemand wach. Also doch, Live ist auf jeden Fall wach, aber da wollte noch nicht mit runterkommen. Also habe ich mir schon mal mein Frühstück gemacht und werde jetzt alleine Frühstück. Ich habe ein kleines, großes Problem. Ich habe mich gestern beim Training wieder ein bisschen an meiner Schulter verletzt. Ich hatte ja gesagt, ich glaube, ich habe auf jeden Fall ein Impingement auf der rechten Seite. Und ich habe mich gestern nicht gut genug aufgewärmt. Dumm von mir selber. Aber dann beim Seitheben habe ich, glaube ich, wieder irgendwas eingeklemmt oder irgendwas gemacht. Auf jeden Fall tut es mega doll weh. Und ich weiß nicht, ob man das hört. Naja, auf jeden Fall, es tut sehr doll weh. Ich weiß, dass es auch weggeht. Ich muss halt nur einfach bewegen, gut mobilisieren und so weiter und Geduld haben, was ich nicht habe. Aber ja. Das ist echt ärgerlich. So, wir sind wieder zu Hause. Ich war gerade duschen, habe Haare gewaschen. Das war echt bitter nötig. Habe eine Stunde heute Cardio gemacht im Fitnessstudio. Das war anstrengend. Eben noch unsere Frühstücksmahlzeiten vorgekocht. Ja, mache jetzt auch nicht mehr viel. Morgen muss ich arbeiten. Bereite noch mein Pre und Post für morgen vor. Und erst noch meine letzte Mahlzeit, mein Quark. Nehme meine Supplements und ja, dann auch nicht mehr so viel für heute. Muss ich auch schon bald ins Bett. Jetzt zu Hause, es ist 9:30 schon und ich hatte einen Leg Day, hatte aber meine Kamera gar nicht dabei,
Und habe danach noch eine Stunde Cardio gemacht. Und ich muss sagen, das war echt anstrengend. Aber egal, jetzt bin ich zu Hause. Ich muss noch 2 Meals essen. Ich muss noch duschen und dann unbedingt schlafen gehen. Aber ich muss ja noch ein Paket von Bodybuilding Depot auspacken, denn ich habe mein Glutamin ja nachbestellt und das ist jetzt auch endlich angekommen. Ich hoffe, man hört mich ein bisschen, weil die Waschmaschine läuft und der Geschirrspüler auch, aber... So, ich habe einmal mein Isolat in Butterkeks. Oh mein Gott, ich habe Butterkeks so vermisst. Und das ist für Life sein Vanille. Mein Glutamin, endlich. Und dann Royal Flavor, einmal Vanillepudding. Und Apfelzimt. Gerne meinen Code verwenden, RADA5, gilt auf alle Produkte immer bei Bodybuilding Depot. Ich würde mich sehr freuen, ihr würdet mich sehr unterstützen. Und euch selbst was Gutes damit tun. Ich mache mich jetzt an meine Meals und meine Subs und so weiter und dann gehe ich schlafen. Gute Nacht und bis morgen. Guten Morgen, Leute. Wir haben Donnerstag. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal diese Kamera hier in die Hand genommen habe, aber ich glaube, es ist schon ein bisschen her. Ich habe die letzten 3 Tage gearbeitet und die 3 Tage waren auch wirklich anstrengend, muss ich sagen. Ich war immer sehr spät zu Hause, mein Tag war sehr vollgepackt. Ich habe um 9 Uhr angefangen zu arbeiten, bis 5:30 ungefähr. Bin dann direkt ins Gym gefahren. Montag habe ich Beine trainiert und dann noch 1 Stunde Cardio. Ich glaube, ich war gegen 10 zu Hause oder so. Musste dann noch 3 Mahlzeiten hintereinander essen. War ein bisschen blöd, muss ich in Zukunft irgendwie vielleicht mein erstes Abendessen doch mit auf die Arbeit nehmen und es da schon essen, weil sonst staut sich das halt zum Ende hin so. Das ist halt nicht so... cool. Dienstag habe ich dann Oberkörper trainiert, da sah der Tag ähnlich aus und gestern war Rest Day, da habe ich dann nach der Arbeit noch gekocht und auch nicht mehr so viel gemacht, aber heute und morgen starte ich schon ins Wochenende und ich weiß, wie glücklich ich mich schätzen kann, das so machen zu können. Bin da auch wirklich sehr, sehr dankbar und happy drüber, aber ich weiß, das ist nicht allen möglich, deswegen bin ich da wirklich einfach nur grateful, weil, oh, heute dann auch bis 9 ausgeschlafen. Das tat richtig gut. Hat direkt einen Gewichtsdrop. Endlich. 55,6. Das war aber ein ordentlicher Drop. Die letzten 3 Formchecks hatte ich nämlich immer dasselbe Gewicht und war schon echt am Verzweifeln. Und Stefan meinte, nächstes Mal müssen wir vielleicht wieder was anpassen. Aber heute dann der Drop und ich bin unfassbar glücklich. Ja, ansonsten, ich habe heute Beine ja wieder. Und es ist kurz nach 12. Und warum ich noch nicht im Training bin, ist der einzige Grund, weil heute mein neues Handy ankommt. Ich habe jetzt gerade das iPhone XR, also das 10er. Und das habe ich schon seit 2019. Und also ich meine, damit ist nichts. Aber ich hatte das Gefühl, es ist mal wieder Zeit für ein Upgrade, wisst ihr? So auch was die Kameraqualität angeht und Speicherplatz und so und. Deswegen habe ich mir neues Handy geholt mit Vertrag. Und ja, das kommt halt, es hätte eigentlich schon Dienstag ankommen können. Aber da ich ja arbeiten musste und das nicht annehmen konnte, habe ich das auf heute gelegt. Und es soll zwischen 15 und 16:30 ankommen. Hab eine Live-Verfolgungsdingsbums. Deswegen bin ich noch zu Hause und gehe, nachdem ich mein Handy angenommen habe, dann ins Beintraining. Ich habe jetzt noch die Zeit genutzt und habe Videos für Bodybuilding Depot wieder gedreht. Die werde ich dann auch gleich schneiden. Ja, und dann muss ich nachher noch 1 im Gym filmen und 2, was mit Rezepten zu tun hat. Mal gucken, wann ich das mache. Vielleicht nach dem Gym. Ja, ich denke nach dem Gym. Du bist gerade dabei abzunehmen und hast mit Gewichtsschwankungen zu kämpfen? Dann beachte bitte folgende Dinge. Leute, ihr wisst ja mittlerweile, ich bin ein Kaufopfer. Und einige von euch haben es bestimmt mitbekommen, die das so interessiert und die es verfolgen. Es gab letztes Wochenende ein OAS Drop. Und ich habe auch zugeschlagen. Nicht ganz so doll, wie ich wollte. Aber das war nicht, weil ich mich zusammengerissen habe, sondern weil es weg war. Und zwar dieses Scrunch Collection, ne? Ich finde, die ist so geil. Ich habe die Morph Leggings und das ist wirklich nach Bombshell und einige der Alphalete Leggings ist das auf jeden Fall
die beste Leggings, die ich je angezogen habe. Ich war so impressed. Also, nee, ich glaube, die ersetzt sogar, die ist sogar besser als Alpha Lead, ehrlich gesagt. Die ist auf Platz 2. Naja, auf jeden Fall muss ich diese Leggings dann nochmal in schwarz und in braun haben. Und eigentlich wollte ich die Shorts haben. Das war das Allerwichtigste. Ich wollte die Shorts in schwarz und vielleicht in Mauve. Und ich habe nichts bekommen. Es war wirklich, ich war genau Punkt, wann war der Launch? 15 Uhr oder so? Nee, 11. 11 Uhr. Ich war um 11 Uhr, habe ich direkt, war ich direkt auf dieser Seite, habe mir alles in den Warenkorb gepackt, war super schnell. Und es war einfach direkt weg. Es war einfach weg. Also gab es nur 2 Leggings. Aber es ist okay, weil ich habe ja gerade aussortiert und ich habe gerade viel verkauft. Deswegen rede ich mir ein, es ist okay, ja? Es erzählt es nicht meinem Mann. Aber die werde ich jetzt erstmal mit euch anprobieren. Die Shorts will ich aber trotzdem immer noch haben. Vielleicht, hoffentlich kommen die bald wieder. Ich brauche diese Shorts. Ich brauche sie. So, hier haben wir schon mal... Moment. Ich muss ein bisschen tiefer machen. So, hier haben wir schon mal die erste. Die schwarze. Sitzt mega gut. Man sieht wahrscheinlich jetzt nicht ganz so viel, weil es halt schwarz ist. Aber hat halt den Scrunch. Und ja. Also die fällt auch schon klein aus, würde ich sagen. Weil ich kann mir vorstellen, in der Off-Season bräuchte ich eine M, weil das ist jetzt eine S. Und die ist schon, ja, sehr snug. Aber die haben auch gesagt, dass bei den dunkleren Farben ist es normalerweise so, dass die Sachen immer etwas kleiner ausfallen. Also generell hat irgendwas mit dem Stoff zu tun, keine Ahnung. So, und da haben wir die braune. Da merkt man direkt, die fällt nicht mehr ganz so klein aus. Der Stoff ist ein bisschen angenehmer und bequemer. Und ja, finde ich auch sehr, sehr nice. Scrunch. Yes. Diese Leggings sorgen, dass selbst in der tiefsten Diät du noch aussiehst, als hättest du ein bisschen Booty noch. Das brauchen wir gerade. Aber die schwarze, die war schon echt eng. Also, boah, da brauche ich auf jeden Fall eine M. Aber das hat noch Zeit. Das hat noch sehr viel Zeit. Ach, Leute, meine Handy-Lieferung verzögert sich. Jetzt soll das ankommen zwischen 15:50 und 17:10 Uhr. Und jetzt haben wir 15:35 Uhr. Ich habe jetzt mittlerweile auch alle meine Rezepte abgefilmt und eigentlich alle Videos fertig. Ich muss nur noch 2 Voiceovers machen und im Gym einmal was filmen. Ich habe hier einmal Popcorn gemacht. Natürlich esse ich das nicht, aber Live kann das essen, wenn er möchte. Mit dem Royal Flavor Popcorn Karamell. Und hier chillen meine Dattel-Protein-Kokos. Naja, Bällchen sind es nicht wirklich, aber so in der Art. Ich kann es nicht essen, aber ich hoffe, ihm schmeckt's. Ja, dann werde ich jetzt erstmal nochmal einen Tee trinken. Vielleicht esse ich mein Abendessen sogar bald. Je nachdem, wie sich der Status in den nächsten Minuten mal ändert. Oh, und dann halte ich euch auf dem Laufenden. Oh mein Gott, Leute, mein Handy ist angekommen. Und ich werde jetzt direkt meine Pre-Workout essen. Und dann geht's für mich ins Beintraining und ich bin so geduldig und packe das Handy dann auch erst heute Abend dann aus. Okay, ich bin fertig mit Schneiden und ich habe noch ungefähr 6 Minuten. Ich kann nicht warten. Ich muss das mir wenigstens einmal angucken. Ich wollte eigentlich, ich habe bisher immer weiße iPhones gehabt und ich wollte eigentlich wieder eins. Aber Life hat mich dazu überredet, das dunkle Lila zu nehmen, weil eigentlich liebe ich Lila. Und ich bin sehr gespannt, wie das aussieht. Oh mein Gott. Ist das nicht wunderschön? Oh mein Gott, es ist so schön. Hallöchen, Friends. Wir haben Freitag. Ich habe gestern nicht mehr gefilmt. Ich hatte gestern noch einen richtig nicen Leg Day. Ich habe heute mega nicen Muskelkater. Also war richtig, richtig gut. Ich war heute... Oder war ich ins John Reed oder High Five? Weil John Reed und Kabelzüge sind immer, kann man vergessen. Ab, keine Ahnung, 15 Uhr kannst du vergessen, wenn du einen Kabelzug ran willst.
Oh, ich weiß noch nicht. Ich weiß es nicht. Muss ich mir nochmal Gedanken machen. Ich kann endlich dieses Oberteil tragen, weil meine Möpse sind geschrumpft, wie man unschwer erkennen kann. Aber es hat halt so eine geile Rückenansicht. Und davor, wo meine Brüste noch ein bisschen größer waren, ist es halt ein bisschen too much hier vorne. Auch wenn sie nicht groß sind, aber trotzdem. Aber von hinten ist es halt so ein nices Top. Deswegen kann ich es jetzt endlich anziehen. Da freue ich mich sehr doll drüber. Gerade fürs Rückentraining besser geht's nicht. Heute Morgen mein Check-in war sehr gut. Stefan war sehr zufrieden. Ich war auch sehr zufrieden. Ach ja, und dann habe ich heute Morgen auch meine Maße genommen für Halter Ego Bikini, denn die haben gesagt, ich soll Ende März denen meine Maße zuschicken, damit sie mein Bikini fertigstellen können. Und heute ist der 31. März, also das habe ich sehr wortwörtlich genommen mit Ende März. Ja, habe mein neues Handy eingerichtet. I love it so much. So sieht es aus. Training war richtig gut. Ich habe, glaube ich, drei Übungen mitfilmen können. Ganz okay. Und dann am Kabel konnte ich dann nicht mehr weiterfilmen, weil das war einfach zu voll und zu eng. Fast mein komplettes Training habe ich ohne meine Kopfhörer und dementsprechend ohne meine Musik trainiert. Weil ich habe es irgendwie nicht gebacken bekommen, meine Kopfhörer mit dem neuen Handy zu koppeln. Es ging irgendwie nicht, keine Ahnung. Und dann habe ich mich schon echt gefreut auf die Stunde Cardio ohne Kopfhörer. Und dachte mir schon so, hat mich halt schon echt, ja, hat mich so ein bisschen runtergezogen. Nicht ganz so schlimm, aber hat mich schon ein bisschen runtergezogen. Und dann vor meinen Bauchübungen bin ich doch nochmal in die Umkleidekabine und habe es nochmal versucht, weil ich es nicht aufgeben wollte. Und dann hat es Gott sei Dank geklappt. Und dann konnte ich für meine letzten beiden Bauchübungen und für meine 50 Minuten Cardio konnte ich dann was hören, was gucken. Und das war ein Retter auf jeden Fall. Ja, war dann jetzt eben bei der Packstation. Was es da schon wieder gibt, zeige ich euch aber im nächsten Video. Ja, morgen ist Rest Day. Morgen werde ich das Video schneiden und dann am Sonntag hochladen und den nächsten Vlog beginnen. Morgen bin ich 8 weeks out. Crazy shit. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Beende das an dieser Stelle und dann sehen wir uns im nächsten Video.